Ja, hallo liebe Fußball-Quiz-Freunde. In dem Fußball-Quiz heute müsst ihr die Bundesligaspieler am Verein, an ihrer Nationalität und an der Trikotnummer erraten. Alle Bundesliga-Vereine von jedem Verein ein Spieler. Wie viel hattest du richtig? Schreibt's nachher in die Kommentare. Ja, und wenn's auch Spaß macht, dann danke ich für ein Like. Ich danke für ein Abo für Werners Fußball-Ecke. Dann viel Spaß mit dem Fußball-Quiz. Kommen wir auch gleich zum ersten Bundesligaspieler. Ja, er spielt beim SC Freiburg. Er ist Italiener und trägt die Trikotnummer 32. Richtig, Vincenzo Grifo. Sehr gut gemacht. Zum nächsten Spieler. Jetzt haben wir einen von Werder Bremen. Er ist Deutscher und hat die Trikotnummer 7. Welcher Spieler könnte das sein? Richtig, Marvin Ducksch. Sehr gut. Zum nächsten Bundesligaspieler. Jetzt haben wir einen Spieler von Heidenheim. Deutsche Nationalität und er hat die Trikotnummer 10. Wer könnte das sein? Richtig, Tim Kleindienst. Sehr gut. Weiter geht's. Jetzt haben wir einen Spieler von RB Leipzig. Er hat die Trikotnummer 22 und kommt aus Deutschland. Welcher Fußballer könnte das sein? Richtig, David Raum. Sehr gut. So, liebe Fußballfreunde, der nächste Spieler. Borussia Mönchengladbach. Er kommt aus Frankreich und hat die Trikotnummer 14. Richtig, Alassane Plea. Sehr gut. Zum nächsten Spieler. Okay, ein Spieler vom VfL Bochum. Er kommt aus Japan und er hat die Rückennummer 11. Welcher Spieler könnte das sein? Sehr gut, Takuma Asano. Weiter geht's zum nächsten Bundesligaspieler. Ein Spieler vom VfB Stuttgart. Die Trikotnummer 33 und er kommt aus Deutschland. Alexander Nübel, sehr gut gemacht. Weiter geht's. Jetzt haben wir einen Spieler von Real Madrid. Er hat die Trikotnummer 7 und kommt aus Brasilien. Welcher Spieler könnte das sein? Natürlich Vinicius Junior. Zum nächsten Fußballer. Ein Spieler von Mainz 05. Er kommt aus Deutschland und hat die Trikotnummer 27. Wer könnte das sein? Sehr gut, der Torwart Robin Zentner. Zum nächsten Spieler. So, liebe Fußball-Quiz-Freunde, der Spieler kommt aus Wolfsburg, hat die Trikotnummer 27 und ist Deutscher. Welcher Fußballer könnte das sein? Sehr gut, Maximilian Arnold. Dann zum nächsten Spieler. Ein Spieler von Union Berlin. Er hat die deutsche Nationalität und die Trikotnummer 6. Welcher Spieler könnte das sein? Richtig, Robin Gosens, sehr gut. Und wie gesagt, macht euch das Quiz Spaß, dann danke ich für ein Like und ich danke für ein Abo für Werners Fußball-Ecke. So, ein Spieler von Eintracht Frankfurt, er kommt aus Österreich mit der Nummer 9. Sehr gut, richtig. So, liebe Fußballfreunde, zum nächsten Fußballer. Jetzt haben wir einen von TSG Hoffenheim. Deutscher und die Trikotnummer 14. Welcher Spieler ist das? Richtig, Maximilian Bayer. Weiter geht's. So, jetzt haben wir einen Spieler vom 1. FC Köln. Aus Deutschland und die Rückennummer 27. Natürlich, Davy Selke, der Stürmer, sehr gut. So, zum nächsten Bundesligaspieler. Ein Spieler von Darmstadt 98. Aus Deutschland und Rückennummer 27. Wer könnte das sein? Richtig, Tim Skarke. Sehr gut. So, zum nächsten Spieler. Jetzt haben wir, okay, Arsenal London Premier League. Rückennummer 7 und er ist Engländer. Wer könnte das sein? Richtig, Bukayo Saka. Sehr gut. So, liebe Fußball-Quiz-Freunde, der nächste Spieler aus der Bundesliga, FC Augsburg. Trikotnummer 30 und er kommt aus Deutschland.
Welcher Fußballer ist das? Richtig, Niklas Dorsch. Sehr gut. So, der nächste Spieler. Ein Spieler von Borussia Dortmund. Rücken Nummer 14 und er kommt aus Deutschland. Wer ist das? Sehr gut, Niklas Füllkrug. Der nächste Spieler bitte. Okay, ein Spieler vom FC Bayern München. Er kommt aus Frankreich und hat die Trikotnummer 23. Welcher Spieler ist das? Der neue Spieler, Sascha Boy. Sehr gut. So, wen haben wir jetzt noch? Ja, ein Spieler von Bayer Leverkusen. Er kommt aus Spanien und hat die Trikotnummer 20. Wer könnte das sein? Richtig, Alejandro Grimaldo. Super. Ja, liebe Fußballquiz-Freunde, wie viel hattet ihr richtig? Schreibt es in die Kommentare. Hat euch das Fußballquiz Spaß gemacht? Dann danke ich für ein Like und ich danke für ein Abo für Werners Fußballecke. Verpasst auch meine anderen Fußballvideos nicht. Dann viel Spaß noch auf Werners Fußballecke. Tschüss.